Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser 5, das Erbe der Könige, Freispielkarten und User Maps. Und das, ich bitte demütigst darum, die Ausfälle der letzten Tage zu entschuldigen. Es kam mir sehr viel dazwischen. Ich bin da leider nicht dazu gekommen, Siedler aufzunehmen. Aber wie angekündigt wurde, wir machen jetzt Map rein. Das heißt, Maps mit übergreifender Story, die über eine diese Art Minikampagnen sind. Und wie ihr gerade sehen könntet, spielen wir Nintendo DS-Fans Nebelvolk Mini Nummer 1, danach Nummer 2. Und die Beschreibung ist recht einfach, wir spielen diesmal das Nebelvolk und starten die Karte. Ja, es kam tatsächlich viel dazwischen, hauptsächlich wegen Reign of Kings. Da gab es einen Server-Wipe und dementsprechend musste ich neu aufbauen und so. So, meine getreuen Mitstreiter. Seit Jahren sitzen wir nun hier, ausgestoßen von Dario und seinen Anhängern. Nun ist Schluss damit. Wir werden ihn und alle, die mit ihm verbündet sind, vernichten. Wie stellst du dir das vor? Wir können es nie mit seiner Armee aufnehmen. Gut, dass du fragst. Ich habe hierfür einen ganz speziellen Plan. Wir vermeiden direkte Konfrontation mit ihm. Stattdessen fallen wir über kleine, schwache Dörfer hier. Solange bis wir genug Gold erbeutet und unsere Götter genug Mana geopfert haben. Dann ist es soweit. Wir greifen direkt an. Unser erstes Opfer wird dieses Dörflein östlich von uns sein. Irgendwie müssen sie Wind von unserer Anwesenheit bekommen haben. Diese Feiglinge haben sich hinter diesem Tor verbarrikadiert. Aber das hält uns nicht auf. Wir werden es niederreißen. Ah, das tut weh. Aber ich muss es durchhalten. Ja, wir spielen das Nebelvolk. Das dürfte eigentlich soweit klar sein. Und dann gehen wir in die Bewegung. Auftrag, Hauptaufgabe. Vernichte Dario und seine Männer. Vernichte das Tor und alles, was sich dahinter befindet. Jawohl, ich tue es. Zuerst mal erkunden wir den Sumpf. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Okay. Oh, ein Siedlungsplatz. Wenn es sein muss. Natürlich. Natürlich. Wenn es sein muss. Wird gemacht. Ist es die erste Map, in der wir Kala spielen? Ich weiß es gerade nicht. Weder ist es Goldrenne. Ja. Es ist Goldrenne. Wir müssen uns beeilen, dass okay. Gerne. Wir sollten nicht mehr bezahlen müssen. Wenn es sein muss. Gerne. Die Map ist nicht groß, wie wir sehen können. Ich bin gerade komplett rausgezoomt und wir... Ja. Pro Wohnstadt erhaltet ihr 100 Gold und je Mana erhaltet 100 pro Altar. Ja. Das ist gut zu wissen. Okay. Ja. So. Ja. Erstmal unsere Uhr anmachen. Gerne. Natürlich. Da wir keine Wohnstätten haben, kriegen wir auch im Moment keine Kohlen. Natürlich. Wird gemacht. Natürlich. Okay. Oh, ja. Noch mehr. Kisten. Wird gemacht. Fünf Lots of Taler. Jawohl. Ja. Na komm, jetzt machen wir das Tor platt. Attacke! So, Speerwerfer. Kümmert euch mal um die Kollegen da hinten. Da ist ja noch einer von denen. Hier, stirb. Okay, offenbar können die Bärenmenschen ja nicht dieses Tor angreifen. Da braucht man Fernkampfeinheiten. Erstmal den Turm. Aufsehen! Ah, guck mal, die haben da hinten Truppen. Ich will euch leiden sehen! Einer eurer Helden Kala, steckt in Schwierigkeiten. Fallen hier drauf. Ihn an. Okay, mach erstmal Gift. Atme tief ein, ganz tief. Und jetzt Giftpfeile, wenn ich bitten dürfte. Die weigert sich ganz einfach. Natürlich. So ein paar Milizen kommen, das ist ja nichts. Zahltag. Kala, hier, mach mal bitte. Die macht nicht. Wenn es sein muss. Jawohl.
seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Okay, wir schließen weiter auf die Kaserne. Speerwerfer sind sowieso ziemlich krass drauf. Ich finde es doch gerade alles ziemlich passend. In der letzten Aufnahme haben wir haben wir das Nebenvolk bekämpft und in dieser Aufnahme sind wir das Nebenvolk. Ich bin mal gespannt, wie wir mit dem Kanonenturm und dem Gesindel klarkommen wollen. Zeigt ihn, wer ihr das sagt hat! Auf sie! Halt! Da unten ist Stress. Zeigt ihn, wer ihr das sagt hat! Carla, mal im Ernst. Wieso kannst du nicht hier einfach... Die haben dann vermutlich da unten irgendwo einen Schießplatz oder so und den müssen wir dann beseitigen. Die Fähigkeiten des Nebenvolks liegen nämlich darin, Gegner zu überrennen mit riesigen Massen und nicht längere Kämpfe zu haben. Mit Hilfe von längeren Kämpfen werden wir eigentlich eher nur niedergekämpft. Ah, jetzt macht sie das. Wow. Das war ja super. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, einfach alles anzünden hier. Alles muss brennen. Wir zünden die Sachen einfach an, bevor wir sie vernichten. Warum? Weil es ästhetisch ist, die ganze Siedlung brennen zu sehen. Und jetzt auf das Dorfzentrum. Oh, da haben sie die Kunst nicht kontrollieren können, dann ist das Dorf, dann ist der Bauernhof abgefackelt. Ah, der Schießplatz. Ihr werdet angegriffen. Und uns zirpen da die Vögelchen in die Ohren. Wollen wir einfach an, wie das Ganze hier brennt. Carla, Burg. Leute, nicht direkt alles kaputt schlagen. Wir können auch mal dabei helfen, die Burg anzuzünden. Brennt hier einfach alles. Und jetzt muss er kriegen die Bevölkerung. Lala, weil wir böse sind. Da kommt der Kerberos wieder raus. Aber eigentlich, weil wir böse sind. Ja, das Spiel wird meine Stimme irgendwann massakrieren. Und jetzt können wir einfach alles kaputt machen. Jetzt, wo wir sehen, wie sowieso schon alles brennt. Ja, jawohl. Ich
ist es. Natürlich. Jawohl, gerne. Wird gemacht. Okay. Hier haben wir eine Brücke, wie es aussieht. Ich tue Hier ist eine Brücke, ich weiß es ganz genau, Spiel. Du kannst mir nichts vormachen. Ja, ich wusste es doch. Okay, ich tue es. So, jetzt gehen wir dann da unten hin. Carla kann sich den Spaß hier haben. Bevölkerung! Macht sie nieder! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich habe extra noch diese Kiste nicht mitgenommen, damit wir nicht direkt so viel Geld verlieren. Andererseits macht es gerade auch keinen Unterschied. Oder keinen großen. Es gibt einen neuen Auftrag. Ah, wir müssen den Leibeigenen anquatschen. Dann sammeln wir uns hier erstmal da oben. Carla kann jetzt mit der Kiste da hinten. Ne, Carla kann jetzt mit dem Typen labern. Kleines Dorf, Priester, Dairus Armee, Pilgrimsvorposten. Nur weil ihr. Leibeigener. Haltet ein, wir geben uns. Kluge Entscheidung. Als Belohnung werden wir dich und deine Freunde nicht töten, sondern nur versklaven. Carla, ich habe dringend die Meldung. Wir haben eine Brückenbaustelle ausgemacht. Und auf der anderen Seite lautet eine große Armee von Dairus Männern. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Brücke vollendet haben. Ach, verhext nochmal. Aber kein Grund zur Beunruhigung. Wir haben genug Rohstoff erbeutet und auch einige Arbeiter. Damit könnten wir uns eine gute Verteidigung aufbauen. Wir sollten zuallererst ein neues Hauptquartier in Auspillen bauen. Wir nennen es einen Elitiker-Ausbildungsplatz. Und 4 Wohnstätten. Eine hier, noch eine hier und noch 2 hier. Also an die Arbeit, ihr faulen Leibeigenen. Eure so, erstmal Carla. Bezahlen ihre Steuern. Kiste. Ich tue Leibi. Es. Natürlich. Wohnstätte, Kaserne, Schießplatz, Elitekrieger, Ausbildungsplatz. Bestimmt. Feuertopf, Eisensog, Dorfsturm setzen. Altar. Erstmal Elitekrieger, Ausbildungsplatz. Oh, wir haben noch weitere Leibeigene. Dann helft mal mit beim Ausbau unseres Elitekrieger, Ausbildungsplatz. Ja. Aufrüstung. Bauen eine ordentliche Verteidigung eurer auf. Bestehend aus einer elitärigen Ausbildungsstätte und 4 Wohnstätten. Es wäre geschickt, Dairus Männer ins offene Messer laufen zu lassen, sobald ihr die Brücke fertig gebaut habt. Es kann auch nicht schon eine Kaserne und einen Schießplatz zu bauen. Auch dort lassen sich Nebelkrieger ausbilden. Das ist schön. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Mehr Siedler können ja, nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Elitekrieger ausbilden. Bild einen Elitekrieger aus. Maximal 3. Scheint krass drauf zu sein. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, Wohnstätte 1 steht. Ja, ist gut. Der Tag der Abrechnung. Das machen wir auf der Plus, was Kohlen angeht. Sold werden gezahlt. Ich bin fertig hier. Kann das ich jetzt Feierabend bauen, bitte? Machen? Na gut.
Es fehlt an Holz, aber erstmal Dorf sind. Ja. Dann können wir noch ein paar Leibis ausheben und die können uns dann Holz beschaffen. Nur weil ihr es seid. Ist jetzt erstmal unsere altbekannte Gruppe 0. Ich bin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut, dann baut das mit dieser Wohnstadt hier hin. Ihr wendet unsere Gruppe nach 8. Und ihr dürft Holz hacken gehen. Hier haben wir doch so bestimmt so einen unendlichen Holzstapel. Ja, ist gut. Zu wenig Rohstoff oder Plätze im Dorfzentrum. Das Dorfzentrum brauchen sie natürlich ein bisschen tragisch. Aber gut. Fertig, Meister. Wir brauchen hauptsächlich noch mehr Holz. Wir brauchen auch Steine. Wo kriegen wir die jetzt her? Da ist noch ein Turm. Attacke! Hier gibt es noch Steine und da noch Steine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die gehen dann direkt da hinten und hauen dann die Steine weg. Ihr seid dann mit unserer Gruppe 9. Und ihr geht in den Sumpf hier hinten Steine klopfen. Ja! Das wäre beseitigt. Jawohl. So, die zweite Wohnstätte. Sicher das. Ein Feuertopf, sie hat die 100 Schwefel pro Zahltag, 100 Eisen pro Zahltag. Nicht verfügbar. Ein Altar. Die hat in regelmäßigen Abständen Mana. Ich hab getan, was ihr wolltet. Gut, dann ihr braucht mehr Steine. Ah ja, Steine. Ist in Ordnung. Also ich würde sagen, es ist erstmal Schießplatz. Und die Speerwerfer sind schon ein richtig krasser Scheiß. Vor allem gegen schwere Kavallerie, kann ich mir vorstellen. Also könnt ihr übrigens auch Holz hacken gehen. So, fangt. Natürlich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das ist eine hochprofessionelle Armee hier. Nun, Wohnstätten machen natürlich kurzen Prozess mit allem. Aber wir sollten trotzdem noch ein paar Schützen hier haben, vor allem weil es eine Brücke ist. Hackt schneller Steine. Ah, was soll's. Ah, hier sind auch noch ein paar Steine. Ah, hinterher. Aber gern. Ja, noch 3 Minuten. Das könnte ein bisschen knapp werden, unsere Armee bis dahin noch ein bisschen aufzustocken. Ach, hier gibt es auch noch Steine. Na, hätte ich darauf geachtet.
Dinge natürlich auch, aber lassen wir das mal. Es ist Zeit. Wir haben noch 2 Minuten, noch ein paar Steine zu bekommen. Oder noch Truppen auszubilden, das wird, glaube ich, nicht ganz so viel. Aber andererseits verbrauchen die Schützen sowieso hauptsächlich Holz und davon haben wir genügend. Einfach immer noch 200 Steine, um jetzt 40 Dorf zu bekommen. So, Schießplatz. Wird erledigt. Kröppelt den mal zusammen. Steine klöppeln, Steine klöppeln. Klöppel schneller die Steine. Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen?